Hey Freunde, was geht ab? Ich spiele zum ersten Mal Pet Simulator X, wähle hier einfach zwei süße Pets aus und jetzt geht's rein in die Pet Simulator X Update Leaks. Ich sehe nämlich zuerst mal ganz am Ende vom Pet Simulator X in Level 50 gibt's diesen Schrein und jetzt sehen wir von innen den Schrein einfach, dass wir da reingehen können. Das heißt, das wird wohl der neue Durchgang zu Level 51 sein. Und hier sehen wir, dass man Rare Enchants kaufen kann. Ich habe Pet Simulator X oder Pet Simulator 99 natürlich noch nicht so weit gespielt. Deswegen weiß ich noch nicht, ob man das vorher auch schon kaufen kann. Falls nicht, ist das auf jeden Fall ein heftiges Update, finde ich zumindest. Es gibt aber noch ein weiteres Leak und zwar dieses hier. Das werden wir uns jetzt im Laufe der Zeit mal anschauen. Und guck mal hier, was ist hier denn los? Hier sind alles voll mit irgendwelchen Big Pets, mit irgendwelchen Huge Pets. Oh mein Gott. Alter, Junge, ich bin aber doch auch voll gut hier, oder? Das sieht ja... Alter, Junge, wie viele Huge Pets hat der? Waren die nicht eigentlich voll selten? Naja, egal, Freunde. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt schon ordentlich viel Geld angesammelt. Lass ich das hier mal skip, Freunde. Alter, Junge, und was ist das denn hier? Was Besonderes? Shiny Relic Discovered. Alter, Junge, nice. Okay, dann sammeln wir das hier auch nochmal ein. Ach, das geht gar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt in Level 2 ran und dann schauen wir uns mal den neuen Leak an, Freunde. Also, meine Pets sind jetzt schon hier. Ich glaube, die machen schon alles von alleine. Genau, also das zweite Leak, das ist einfach so eine Bambuswelt. Und wenn wir uns jetzt mal die Gebäude darum zu anschauen, dann sieht das für mich verdammt nach so einem japanischen Schrein aus. Nach so einem kleinen japanischen Dorf. Das ist in so Hügel drin. Also ist das so ein Village, so ein Dorf in so Hügeln. Mit so japanischen Häusern. Und Bambus ist natürlich auch japanisch. Und oben drauf sind so komische Sachen. Das sieht aus wie so ein Wasser, wie so einen Wassertank oder so. Das ist auf jeden Fall die neue Welt. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall nochmal das dritte Leak. Aber erstmal kaufen wir uns hier die neue Welt. Und kaufen wir uns hier irgendwie dass wir irgendwie schneller laufen können. Sehr fresh. Da vorne ist auch noch irgendwas. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber das werden wir uns mal anschauen. Ach, man kann hier noch nicht durch. Ah, okay. Dann kommt ihr wahrscheinlich in einem späteren Update einfach einen Durchgang hin. Ich bin gespannt, Freunde. Vielleicht ist das ja schon im nächsten Update drin. Dafür gab es bisher noch keinen Leak, aber vielleicht gibt es das ja noch. Okay, man kann hier auf jeden Fall mehr Pets kaufen. Und das kann ich für 8000 freischalten. Und ich kann hier kostenlos Diamanten claimen. Sehr cool, mache ich das mal. Und da ist auch wieder so ein Teil. Shiny Relic Discovered. Nice. Das ist sehr cool. Oh, und ich kann da vorne einen Magnet holen. Ausrüsten. Und ich glaube, jetzt kommt das Geld einfach so hergeflogen oder so. Keine Ahnung. Hier braucht man auf jeden Fall einen Schlüssel. Den Castle Key. Vielleicht können wir uns den auch noch irgendwann besorgen. Aber wir klicken jetzt hier erstmal rum und können so ein bisschen einsammeln. Ich versuche mal eben wieder zum Start zu gehen. Man kann ja einfach jetzt so teleportiert werden. Dann sage ich einfach mal entsperren und ich kaufe mir hier mal, ja, ich kaufe mir hier direkt ein paar Mal das Eck. Muss ich jetzt hier klicken. Oh, einen Elefanten haben wir gekriegt. Noch einen Elefanten. Ich hole einfach mal direkt schon mal ein paar. Dann können wir ein bisschen schneller vorankommen. So, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Dann hole ich mir hier noch ein Eck von. Affe, so. Ach, ich habe jetzt nur vier solche Dinger. Ah, okay. Ah, aber die greifen hier direkt alles an. Crazy, okay. Dann wollen wir mal über das dritte Leak sprechen, Freunde. Es gibt ja auch ein drittes Leak. Und zwar ist das dieser Schrein, Freunde. Das ist wahrscheinlich nicht Level 51, sondern weiter in der Zukunft. Das kann ja auch sehr gut sein, dass das dann weiter ist, so Level 59 oder so. Man sieht hier oben links, geht schon nach oben. Da ist nochmal so ein Torbogen. Rechts oben auch. Da könnte nochmal was Besonderes sein. So wie hier in Pet Simulator sind doch diese, diese Schlösser hier davor. Vielleicht gibt es da auch nochmal was Neues. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, wir können das hier mal eben freischalten. Dann gehen wir nochmal weiter auf das Update League 1, Freunde. Oh, hier kann man nochmal Pets equippen und so weiter. Das ist ja mega cool. Also, Freunde, hier sehen wir auf jeden Fall auch wieder so Kisten und so. Alles natürlich in der Optik von dem neuen Pet Simulator X. Finde ich sehr fresh, ehrlicherweise. Und ja, ich denke, das ist dann der Abschluss, Freunde. Man kommt durch so einen riesen Schrein hier rein. Und das ist dann der Abschluss von diesem Thema, wisst ihr, Freunde? Und wenn ich da hinten mal reingucke, dann sieht das so lavamäßig aus, so glutmäßig. Vielleicht auch so bergbaumäßig. Das könnte auf jeden Fall mega fresh sein. Versuche mal hier was zu kaufen. Ich kann noch ein Pet mehr ausrüsten, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt passiert ist. Ich weiß auch nicht, wo man seine Pets sieht. Ich möchte diesen Bearbeitungsmodus aktivieren. Ja, keine Ahnung. Mein Team. Das, das und das.
keine Ahnung. Ja. Ach, ich sehe hier, ich habe auch Belohnungen. Beanspruchen, Anspruchen, Anspruchen, Anspruchen. Jetzt habe ich 300 irgendwas Coins. Aber hier kann ich auch wieder was für Diamanten kaufen. Dann machen wir das mal. Und hier vorne brauche ich, brauche jetzt 500 Diamanten. Dann kann ich noch ein Pet mehr ausrüsten. Sehr nice. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben also den neuen Durchgang zum Pet Simulator Update, wo man Rare Enchantments kaufen kann. Wir haben das neue Village. Das ist wahrscheinlich dann Level 52 sogar schon. Und das hier ist dann wahrscheinlich Level 53 oder 54, 55 oder so. Oder sogar vielleicht Level 60. Auf jeden Fall sehr freshe Sache. Wir spielen hier nochmal weiter, dass ich auch im nächsten Video euch das Update zeigen kann. Vielleicht kann ich im nächsten Video auch den ersten Rebirth machen, Freunde. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr Pet-Simulator-Videos zu machen, denn ich mag Pet-Simulator sehr gerne. Auch schon die letzten Jahre habe ich gerne Pet-Simulator gespielt. Das können Victor, Felix und so vielleicht auch bestätigen, dass ich da öfter mal bei denen im Stream war. Und bei Pet-Simulator X habe ich auch einige Pets. Ich weiß nicht genau, wo ich es sehen kann, wann meine Huge Pets hier in Pet-Simulator 99 ankommen. Ich fliege mal eben zurück, wo man das sehen kann. Petbox. Kann ich das jetzt claim all? Erfolg. Habe ich jetzt meine Pets? Jo, ich habe meine Pets. Kann ich das noch nicht nehmen? Kann ich das nicht moven? Ach so, ich muss das so machen. Jo. Jo, what the hell is, was ist das denn? Jo, ich habe ein Huge Pet. Oh mein Gott, ich habe mir ein Huge Pet. Und passend zur Weihnachtszeit eine Huge Cat, Junge. Wie nice ist das denn? Oh mein Gott, wie nice ist das denn? Alter, und die ist sogar mega gut, oder? Wir gehen jetzt hier wieder in diese Stage rein. Und ich weiß nicht, wie gut die Huge Pets sind. Also, guck mal rein. Stufe 1 erst. Man kann das anscheinend hochleveln. Es gibt einen Charm-Slot. Das Pet wird immer stärker sein als mein bestes Pet. Das wird immer so gut sein, 85 wie mein Pet. Das haben die gleichen Multiplier. Und das hier auch. Crazy. Aber so... Hä? Hä, wo ist mein Huge-Pet hin? Ach so. Hä? Ich mach mal mein 18er-Pet rein. Sind die jetzt besser geworden? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Wir gehen jedenfalls mal in die Obby rein und machen die Classic-Obby mal. Und dann schauen wir mal, was wir da so kriegen. Wir nehmen hier mal den schwierigen Weg. Ich glaube, der ist dann auch schneller. Okay, man stirbt hier nicht. Ja, der sieht deutlich schneller aus. Da muss man ja nicht so hochlaufen. Machen wir das mal. Hier, boah, nicht stehen bleiben, wer Brems verliert. Ey! Also geschafft, Freunde. Hier noch einmal durch dieses Level durch. Und da vorne haben wir doch das Level schon geschafft, Freunde. Was kriegen wir als Belohnung? Irgendwie ein Buch und eine Coins Magnet Flag. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gehen wir hier ins Inventar. Man kann hier irgendwelche Flags aktivieren. Man kann hier irgendwie Tränke machen. Und Enchantments. Ich kann schneller laufen oder mehr Coins bekommen. Und da entscheide ich mich doch mal für mehr Coins. Junge, jetzt kriege ich auch richtig viele Coins. Alter, wie nice. Hey, hier ist eine Coin. Achso, das habe ich hier selber hingestellt. Okay, und jetzt müsste ich die 60.000 auch haben. Ich schalte das frei, Freunde. Boah, Junge. Ey, das sieht ja mega... Hä? Nein, ich will nichts mit Robux kaufen. Oder vielleicht doch, Freunde. In Pet Simulator X gibt es ganz viele Gamepässe. Soll ich mir die mal alle kaufen? Schreib's in die Kommentare. Wenn ich nochmal Pet Simulator X spielen soll, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich habe nämlich megamäßig Bock. Und bis dahin würde ich sagen, schaut euch jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.